Herzlich willkommen zurück zu Yada Cocoon mit Samkabi Katze, meine Wenigkeit. So, wir standen gleich in dem Spinnenwald. Ganz schön laut die Musik, halt die Schnauze. So. Ich habe natürlich offline ein bisschen weiter gespielt. Muss sein. Trainieren, Kombination halt. Das Übliche, ihr wisst Bescheid. So, wir werden jetzt ein bisschen. Ich gehe mir hier lang. Ich habe extra das Zeug liegen gelassen, was hier noch rumliegt. Dass ihr quasi seht, wo das Zeug halt ist. So, da muss ich nicht lang, ich muss aber hier lang. Hier geht's zu dem Haus von der Alten, oder? Ich glaube schon. Ich muss runter. Oh, ist ein bisschen Kreis gelaufen, ich Idiot. Na egal, aber wir gehen einfach immer geradeaus hoch. Hier ist doch, glaube ich, das Tor, wo ich doch was brauche, oder? Oder ist hier das Haus? Ja, hier ist das Haus. Okay. Gut. Da haben wir das Thema auch schon mal geklärt, dass ich hier falsch bin. Tut mir leid, ich bin falsch abgebogen. Kann ja mein Eifer des Gefechts, kann das mal passieren. Kämpfen muss ich jetzt nicht so unbedingt. Ich bin ja auf der Seite ja komplett falsch, Alter. Okay. Das ist mir blöd, natürlich. Ich habe eine neue Rüstung geholt. Ich halte jetzt mehr aus. Der Stab ist halt immer noch geblieben, weil es nichts Besseres gibt zurzeit. Was ich kaufen kann von einer Angriffswaffe. Monster habe ich neu kombiniert. So. Ich habe jetzt auch andere Attacken. In zwei Level haben. Oh, wen haben wir den hier? Mein Freund. Na, alter Freund, Kupferstecher. Das Glück verwöhnt mich heute nicht. Ich verdiene nicht einen einzigen Yan, wenn ich einen Menschen einfange. Hey Kleiner, hast du ein paar Leuchtkäfer-Kokons? Reich sie mal rüber und es gibt auch keinen Ärger für dich. Was? Du möchtest kämpfen? Ich bin dabei. Na komm schon. So, mein Freund. Ich greife erstmal den an. Weil ich nicht weiß, welche Kreatur der rufen wird. Licht. So eine Fotze, okay. Willst Licht? Also, Luft. Kriegst du mein Feuer, Bitch? Kriegst du mein Feuer? Oh, ist nicht so schlimm. Nehmen wir Horn. So, da haben wir es platt gemacht. So, jetzt kommt der Wilderer. So, wir tauschen mal um. Wir nehmen mal. Naja, wir kriegen fast ein Level. Ich glaube, Wind kriegt fast ein Level. Nehmen wir doch Wind. Ich glaube, mit Gift brauche ich näher erst anfangen. Wir nehmen erst minimal normal Wind. Ja, das zieht. So, jetzt nehmen wir den Schwanzangriff. Nice. So, jetzt nehmen wir den. Jetzt probieren wir mal den Giftangriff. Der zockt Scheiß. Das ist uncool. Schützt vor Giftschlaf. Und Fleisch zu Stein nach dreimaliger Verwendung wirkungslos. Ah, nice. Okay, das ist geil. Das ist definitiv geil.
und tot. Zucker. Skelettschlüssel gekriegt. Nice, alle am Level gekriegt. Richtig geil. 12, 3, sehr schön. 1, 1, ja, okay, lässt sich sehen. 28, 1, 1, 1. Und das 3, geil. Das kann ich 4 Angriffe von dir nutzen. Ein würdiger Gegner, wie ich sehe. Das war's dann für heute. Also verpiss dich. So, ich kann natürlich jetzt abkürzen, wenn ich das lang gehe, aber wir wollen ja oben lang, wir wollen noch ein bisschen erkunden. Hier zum Beispiel liegt noch ein Beutel. Eine Tasche liegt unter einem Baum. Okay. Extra liegen gelassen, extra für euch. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Wir gehen mal geradeaus. Oh, eine Tafel. Eine Tafel von rätselhafter Farbe hier verbogen. Gottes Tafel aufgenommen. So. Gehen wir weiter, wir gehen mal hier runter. So, wir haben hier ein Grün. Gehen die Timusch natürlich jetzt. Oh! Kopf fällt ab. Gib etwas scharfes Flöten, Mann. Yamu zeigen. Den Reißzahn des Dieners übergeben. Da stand zeigen und nicht schlagen. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Ich dachte, ich zeig den jetzt. Oh, es ist dann gelber. Nur zurück. Kommt er jetzt noch? Okay. Ah, okay. Ich habe noch nicht das, was er braucht. Okay. Gut, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass da ein Durchgang ist. Bin ich ganz ehrlich. Oh, haben wir hier. Spinnenwarp aufgenommen. Jetzt muss ich mal kurz speichern. Denn wenn ich tot bin, bin ich tot. Der Drecksack hat mir schon ordentlich zugesetzt. Mit dem so ein Schlag drei Leben weggenommen. So, wir gehen mal hier runter. Ich habe eine Vermutung, wo ich hin muss. Ich habe jetzt den Skelettschlüssel. Das Problem an der Sache ist, ich weiß nicht mehr, wo das Tor ist. Es gibt hier ein Tor, wo ich wahrscheinlich den Schlüssel reinsetzen muss. Das zweite Problem, was ich jetzt an der Sache habe, ich weiß nicht, wo das Tor ist. So. Hey, du, was machst du hier? Diese Art nicht für Menschen. Fort mit dir. Was ist das da?
Oh, meine Güte! Du hast hübschen Ring da! Wie wär's, wenn du mir gibst ihn? Wenn du tust, ich bleibe und höre. Ah, der will den Ring haben, den uns unser Malbu gegeben hat. Unsere Ehefrau. Zumindest wir müssen den Ring denen geben. Sonst haut er wieder ab und hört uns nicht zu. Oh, wie wunderschön! Ja, was du willst? Was denn? Nach Kalabas fragen, nach den göttlichen Geist Mammon fragen, nach Kikinak fragen. Kalabas? Das ich habe, aber ist einer krank geworden? Lass nicht sagen. Die Unibubu kamen in euer Dorf? Wie schrecklich! Die Plage von Heuschrecken. Nun, hier ist bisschen Kalabas für den Ring. Aber das nicht reichen wird? Ich einen Platz kenne, wo ganz viel davon gibt. Was? Ich nicht werde umsonst dir sagen. Bring mir mehr Schätze. Dein. Nur dann ich dir werde verraten, wo Kalabas liegt. Sprich über mit deine Ältesten. Blöder Wichser. Mammon, du sagst? Ja nun, das vor langer Zeit mein Name. Ich auch hieß Mammon. Ich glaube? Oh ja, das stimmt. Ich der Wächter von göttlichem Baum bin. Ich hüte gegen die Tricks von euch Menschen. Elrim mir so befohlen hat. Ach, wie lange ich wohl so muss weiterleben. Ich das jetzt schon ohne Ende tue, seit hunderte von Jahren. Und es nur Bäume, Bäume, Bäume gibt, soweit das Auge kann sehen. Ich mich so sehne nach Schätzen. Verflixter Elrim, ach, wie gemein er ist. So, dann fragen wir nach Kikinak. Bah! Wenn nur diesen Namen ich höre, ich ganz krank werde. Bloß nicht sagen, du ihn kennst. Oh, verstehe, ja. Du das mit Kalabas von Kikinak gehört? Richtig? Ach, ich ihm tausendmal gesagt. Ich wirklich muss mal was wegen diese Yamu unternehmen. Es Kikinaks Fehler ist, dass der Wald so geworden. Dieser abartige. Wegen ihm wir überhaupt in diese feine Lage reingezogen worden. Bring mir Schätze mir. Hehehe. Nur dann ich dir werde erzählen von einem Platz. Sprich über mit Ältesten. Folge mir. Ich werde deine Fesseln lösen und sie fortwerfen. Die Tat von Gehenna. Oh, du hast also die Waldmenschen gefunden. Und? Haben Sie denn Kalabas? Genau das habe ich erwartet. Sie werden es dir als Gegenleistung für den Schatz erzählen. Trotz alledem, ich glaube nicht, dass Yibara sich auf solche Bedingungen einlässt. Ich werde selbst mit dem Dorfoberen sprechen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Wir werden direkt zum Ratssaal gehen. Thank you.
die Gefangennahme. Du behauptest also, dass du den Ort mit dem Kalabas herausgefunden hast? Sagst du auch wirklich die Wahrheit? Und er wird ihn dir, wirklich verraten, wenn du ihm Schätze bringst? Wenn Garay recht hat, dass dieser Dämon der Hüter des Waldes ist, dann hätte ich da einen Plan. Verehrtes Dorfoberhaupt, ich vermute, dass der Dämon, von dem wir sprechen, der Hüter des Gottesbaums ist, einer Inkarnation des Waldgotts. Das Kalabas werden wir bestimmt am Fuße des Gottesbaums finden, der Quelle allen Lebens. Wenn wir uns das Kalabas einfach beschaffen, wäre das nur eine vorübergehende Lösung solcher Probleme, wie der Angriff neulich. Es wäre klüger, den Gottesbaum zu finden und ihn dann zusammen mit dem Waldgott gefangen zu nehmen. Wenn wir nur irgendetwas Wertvolles anbieten könnten, fiele uns die Entscheidung leichter. Doch Ibarra, ich würde gerne wissen, wie der Gottesbaum überhaupt gefangen genommen werden soll. Wird man uns eine solche Sünde vergeben? Würde das nicht eine Wiederholung der Tragödie von Gehenna Pale bedeuten? Der Zerstörungsprozess fing schon vor langer Zeit an. Lange bevor die Heuschrecken uns angegriffen haben. Was geschehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch wenn das Kalabas das Problem erst einmal löst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Land Parel vom Wald verschluckt werden wird. Daher sollten wir mit unseren verdammten Bräuchen endlich aufhören. Alles, was wir tun, dient der Zukunft der Menschen von Syrus. Nein, allen Menschen in Parel. Dorfoberer, es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Du meinst, es sei möglich, das Schicksal aller Menschen in Parel zu verändern? Meine Ahnen, die Schamanen von Gehenna Pale, nahmen den Wald gefangen und teilten ihn in vier Teile. Das bedeutet, dass die Gefangennahme eines Gottes tatsächlich möglich ist. Die Weisheit der Menschheit tritt gegen die Mächte des Gottes an und damit gegen die Naturgewalten. Das ist weder Sünde noch Frevel. Im Grunde ist es das wichtigste Naturgesetz. Nur die Starken überleben. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet, an dem wir Syrus unsere Treue erweisen können. Wir müssen diesen Gottesbaum finden und die Macht des Talismans der Gefangennahme heraufbeschwören. Ich verstehe. Nun, du hast Ibarra zugehört. Wir müssen die Bedrohung durch die Dämonen beseitigen, wenn wir mit dem Wald weiterleben wollen. Und zu sündigen, das könnte auch in der Natur der weisen Bestien liegen. Wir müssen unbedingt handeln. Sohn des Löwen von Parel, unser Schicksal liegt bereits in deinen Händen. Meistergürtel erhalten. Fangamulett erhalten. Ich habe viele Berichte gehört, aber wie es scheint, ist Mammon genauso gierig wie eh und je. Wenn er so auftritt, wird er niemals wieder seine Geistergestalt annehmen. Nun? Nach den Gottesbaum fragen, nach den Schamanen Jeva fragen. Wie dumm sie ist. Man kann den Gottesbaum nicht gefangen nehmen. Hast du nicht die alten Ruinen im Wald gesehen? Oh, dieser Geist aus Gehenna Pale, was führt sie im Schilde? Aber wenn der Dorfoberer es so anordnet, müssen wir gehorchen. Ihre Vorfahren waren Alchemisten im uralten Königreich. Ihre Familie hat von jeher die wahre Macht über Syrus gehabt und mit den Dorfoberen als Galionsfiguren im Hintergrund gewirkt.
Sie haben die Familien der Oberhäupter in allen Dörfern von Parel unterwandert. Zu viel Vertrauen in die menschliche Intelligenz ist das Markenzeichen von uns weisen Bestien. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir ohne die Gnade des Wissens nicht überleben können. Der Mensch ist manchmal schwach und manchmal eine gewalttätige Bestie. Die Entscheidungen, die im Ratssaal getroffen werden, sind unumstößlich. Doch es könnte sehr wohl ein blutiger Weg vor dir liegen. Wähle deine Schritte mit Bedacht. True Story. Und gucken wir uns mal Bu an. Mabu. Du hast ihm also den Ring gegeben. Das ist schon in Ordnung. Mach dir keinen Kopf darum. Ich denke, du hattest keine Wahl, oder? Das ist der Brandfluch. Sei bitte vorsichtig. Wie gesagt, durch jede Reinigung von den Kokons, die wir haben. Warum habe ich mich jetzt nicht geheilt? Was ist denn hier los? Du willst den Gottesbaum gefangen nehmen? Und das soll die Diener des Waldes besänftigen? Und den Fluch von Alkana aufheben? Ich spüre, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Unseren Feinden lieben wir. Und für die Geplagten beten wir. Korrekt. Bewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. So, ich wollte eigentlich nur heilen. So. Sei bitte vor. Ja, Schätzchen. Werde ich. So, wir haben viele Informationen für den nächsten Part. Wir sollen den Gottesbaum gefangen nehmen. Das wird definitiv lustig. Und ich muss mal zurück in den Spinnwald. Ich muss die Tür finden. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Mal bei Jadakokuden mit Samtgebäcker zur Meine Wenigkeit.